Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder die Situation eingetreten, wie sie in letzter Zeit bei mir ziemlich oft eintritt. Ich habe eine E-Mail bekommen, ich habe Post bekommen und ich bin schock, ich bin nervös, ich bin glücklich, ich bin aufgeregt und wir werden heute die in aller Munde gerade aktuell vorhandene Skin Realist Foundation von Nabla testen. Ich habe die zugeschickt bekommen von Purish, ohne irgendwas. Ich habe noch keinen Code, ich habe sie nur zugeschickt bekommen, um sie vorab ein bisschen zu testen. Falls sie mir gefällt, frage ich nach dem Code, dann seht ihr diesen hier oder einmal unten in der Infobox. Habe ich wie gesagt alles noch nicht, aber ich wollte sie unbedingt jetzt schon testen. In letzter Zeit ist es oft so, dass neue Produkte rauskommen und ich total gehypt selber drauf bin. Letztes Jahr war es eher so, dass ich konnte nicht mehr. Ich hatte die Nase voll von neuen Produktlaunches, weil so viel kam. Anfang des Jahres ist aber immer die Zeit der Foundations und das finde ich persönlich immer super spannend. Deswegen werden wir heute über mehrere Tage hinweg die Skin Realist Foundation testen. Ich habe sie in 3 Farben bekommen. Ich werde sie euch auch gleich zeigen und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wir gehen in normalen Schritten gegen 90.000 zu und vielleicht habt ihr ja Lust, mich dabei zu unterstützen. Also könnt ihr gerne hier unten einmal da auf den Abonnieren-Button drücken. Damit würdet ihr mich selbstverständlich sehr, sehr unterstützen. Ich habe meine Augenbrauen schon gemacht. Ich bin ein bisschen rot, weil ich so aufgeregt bin. Ich habe die Kamera ein bisschen anders eingestellt. Schreibt mir gerne mal, ob euch das so besser gefällt als sonst. Vielleicht seht ihr aber auch gar keinen Unterschied, dann könnt ihr mir das auch gerne einmal unten reinschreiben. Wie gesagt, es geht um die neue Skin Realist Foundation. Das soll ein Beautifying Tinted Balm mit Hyaluronsäure Mikrosphären sein. Was sind Mikrosphären? Im Moment, so glaube ich, so ein bisschen Trend, dieses Natural Skin, Natural Finishes, wenig Deckkraft, viel Pflege, Foundations und Skincare in einem. Finde ich super spannend und es gibt ja auch mittlerweile wirklich viele, viele gute, die in diese Richtung gehen. Wie die neue Forever Neutral Skin von Dior oder beispielsweise die Fenty Beauty Eavesdrop Foundation. Die sind ja alle vom Stil her eher so ein bisschen leichter Deckkraft. Und sollen so ein bisschen die natürliche Schönheit unterstützen. I stand for this. Wir schauen, ob das funktioniert und gehen wirklich in die Härte. Ich lese euch ganz kurz vor, was die Foundation kosten soll. Ich weiß auch noch nicht, was die kostet, denn heute ist der 17. und die kommt erst am 21. offiziell raus. Deswegen habe ich sie euch auch bei Instagram noch nicht gezeigt, aber ich konnte nicht mehr abwarten, Freunde. Ich konnte nicht mehr abwarten. Ich wollte heute meine Natural Beauty finden. Hyaluronsäure-Mikrosphären, das sind wie kleine Hyaluronsäure-Partikel, die dehydriert sind, also nur die Hülle davon und, also in der Foundation sind wie so ausgetrocknete Hyaluronsäure-Moleküle drin, die sich automatisch durch die hauteigene Ausdünstung von Feuchtigkeit aufprallen sollen. Und die Feuchtigkeit soll sich um 30-fach erhöhen. Eine Stunde nach der ersten Applikation verändert sich direkt der Skintone. Die Haut fühlt sich praller an und garantiert eine langanhaltende Feuchtigkeitsspende. Dieses Ding, wenn das so ist, dann ist es fast nobelpreiswürdig. Das ist natürlich immer so Claims, die sind immer so ein bisschen okay, wir können deine Steuererklärung machen, wir können Hyaluronsäure dehydrieren, neu hydrieren mit deiner eigenen Haut und wir können damit auch hinterher auf den Mars fliegen und dort Sellerie anbauen. Was am Ende davon stimmt, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen herausfinden. Dann ist noch Pululan drin, davon habe ich noch nie was gehört. Das ist ein Polysaccharid, der die Fähigkeit hat, deiner Haut einen sofortigen Lifting-Effekt zu geben und die Haut vor äußeren Einflüssen zu schützen. Und so Transportdinger und Emollients, die die Hautoberfläche so ein bisschen verbessern sollen. Also es klingt wirklich spannend. Ich glaube, die Foundation gab es in 6 oder 7 Farben, was jetzt per se erstmal ein bisschen wenig ist. Allerdings muss man dazu sagen, bei diesen Light Tinted Balms kann man ungefähr mit einer Foundation 4 Farben abdecken und 6 mal 4, 6, 12, 18, 24 ist schon eine verhältnismäßig gute Shade Range. Und man darf auch nicht vergessen, Nabla ist eine sehr, sehr kleine Marke aus Italien. Das vergisst man oft. Ich habe jetzt 3 Farben hierher bekommen. Einmal die Farbe Fair. Ich glaube, ihr seht, die ist definitiv zu hell. Deswegen lasse ich die zu und die verlose ich dann an euch. Dann habe ich einmal die 2 und die sieht schon ziemlich, ziemlich gut aus. Und die 3. Wir werden deswegen beide einmal testen und wir swatchen jetzt in meinem Gesicht.
Ich trage mir jetzt als erstes mal die 2 auf. Schon sehr hell. Und hier die 3. Ich blende das mal so ein bisschen aus, weil das ist natürlich jetzt eine Deckkraft, die zu hoch ist für das, was sie eigentlich sein soll. Und gemischt? Ich würde fast sagen, wir mischen beide. Das ist mir immer die liebste Variante. Dann kann man sagen, okay, ich habe es vielleicht falsch gemischt. Ich glaube, dass die 3 eventuell ein Stückchen zu gelb sein könnte für mich. Und die 2 kann ich dann mit Bronze anpassen. Wenn ihr, mein Tipp, wenn ihr Probleme habt, mit Foundation online zu finden, dann nehmt immer die hellere, als die ihr glaubt. Weil ihr könnt mit Bronzer immer noch so ein bisschen anpassen, aber die Foundation heller kriegen mit Concealer ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe nichts im Gesicht außer meine Tagespflege. Dazu benutze ich wie immer eigentlich standardmäßig die Beauty Mates Pflege und ich würde vorschlagen, wir starten. Können wir auch einmal ganz kurz über diese Verpackung sprechen? Das ist ein airless, also so ein luftloser Container. Das heißt, dieses Ding hier unten rückt immer weiter nach oben und sorgt dafür, dass halt nicht Luft mit reinkommt, ihr aber auch nicht das Problem habt wie bei anderen Foundations, die sehr, sehr teuer sind, finde ich, dass dann am Ende immer so was am Glas kleben bleibt. Das ist zwar Plastik, fühlt sich aber trotzdem sehr, sehr schwer an. Ich habe euch jetzt auch gleich mal ein Stückchen rangeholt. Ich lasse das Ganze jetzt hier schon mal da und ihr könnt, glaube ich, auch schon direkt sehen, dass die Foundation eine recht gute Deckkraft hat. Wir tragen das Ganze aber mal jetzt gemischt auf. Ich gebe mir von jeder Foundation nur einen Pumpstoß drauf und ich nehme heute hier einen Pinsel von Letizia, das ist der T4 Brush, mische mir das Ganze hier. Die Foundation ist natürlich nicht parfümiert. Das Problem ist immer bei diesen Tinted Balms, wie viel Deckkraft wollen wir haben und wie viel Produkt brauchen wir. Deswegen nehme ich erstmal das, was ich jetzt im Gesicht habe und wir schauen, wie weit wir damit kommen. Weil oft ist es so, dass diese Tinted Balms auch darauf ausgelegt sind, dass man wenig davon benutzt und halt nicht dieses Cake Face damit macht. Und dadurch arbeitet die Foundation natürlich auch ein bisschen anders. Also lässt sich recht gut verteilen, auch mit dem Pinsel. Ich hatte ein Video bei Nabla gesehen, da hatte der Herr das mit den Fingern aufgetragen. Ich persönlich mag das nicht so gerne mit den Fingern. Also die Deckkraft ist wirklich soft. Das ist nicht so wie die Fenty, die sagt, sie ist soft und dann fast Full Coverage ist, sondern das ist wirklich eine sehr zarte Foundation. First Impression mäßig, wenn Letizia oder Shari das Video sehen oder falls ihr professionelle Make-up-Artist seid, dann könnte das eine Foundation für eure Fotoshootings sein, weil ihr nur diesen zarten Hauch habt an Deckkraft, die Pflege sich aber nach und nach so ein bisschen aufpolstert und die Poren trotzdem noch sichtbar sind. Finde ich jetzt aber nicht schlecht. Ich baue mir das Ganze mal so auf, wie ich es machen würde. Ich nehme jetzt hier noch so ein bisschen, hier unter den Augen, stempel ich mir noch ein bisschen was hin. Und hier auf der Stirn. Also sieht doch, die deckt schon gar nicht schlecht ab. Also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich mache mal die andere halbe Seite. Alright, die Foundation ist einmal eingearbeitet und schaut euch einmal das Ergebnis an. Also das ist schon extrem glowy, ne? Das ist. Vom Finish würde ich es noch ein Stückchen mehr glowy als die Rival de Loup Hyaluron Foundation nennen. Deckkraft natürlich leichter, aber wenn man es aufbaut, also ich habe jetzt ungefähr 4 Pumpstöße verbraucht für mein komplettes Gesicht und habe immer so ein bisschen aufgebaut und habe auch nur mit dem Pinsel gearbeitet. Ich bin zwischendurch zu dem Fenty-Pinsel gegangen. Ist schon ein schönes Ergebnis. Ich hole euch mal noch ein Stückchen heran. Okay, also das ist jetzt das nächste, was ich euch kriege. Das ist schon fast. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Film an Glow. Aber die Haut sieht aus wie Haut. Die Haut sieht aus wie gefotoshoppt so ein bisschen, ne? Weil diese Poren durchkommen und dieser extreme Glow mit drauf ist. Also, Shari, Natascha, Letizia, try it. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob es mir gerade gefällt. Ich mache jetzt mal mein Make-up fertig. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr bekommt wieder ästhetische Spa-Musik von mir und ich werde mich in eine Natural Queen verwandeln. So, ich habe ein bisschen gepudert, ein bisschen Blush. Ich habe recht wenig Puder gebraucht tatsächlich, nur ein bisschen unter den Augen und mit dem Rest, den ich am Pinsel hatte, über das gesamte Gesicht. Und so muss ich sagen, gefällt mir das Ganze besser als vorher. Also das vorher war eben schon für den Alltag, du musst es pudern, weil sonst ist es zu viel.
aber ich sehe immer noch diese Bewegung auf der Haut, obwohl ich Puder drauf gemacht habe. Gib mir jetzt mal standardmäßig ein bisschen Baking-Puder unter die Augen und hier so ein bisschen auf die Nase, da wo es bei mir recht schnell ölt. Und mit dem Rest stempel ich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. First Impression war ich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen so, oh Gott, das ist was für wirklich Foto und Video. Jetzt mit ein bisschen Puder drauf ist das wunderschön. Habt ihr das Gefühl, also ja, natürlich, ich sehe immer geschminkt aus, aber das sieht schon so ein bisschen nach weniger aus. Und so sieht das Ergebnis einmal aus. Ich habe einmal alles fertig gemacht und ich muss sagen, so gefällt mir das sehr gut. Was ich festgestellt habe eben ist, als ich meinen Cream Blush aufgetragen habe und mit dem ich vorher die Foundation aufgetragen hatte, der fühlt sich super feucht an. Also vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hat wirklich die Feuchtigkeit aus der Luft genommen und ins Gesicht gepackt. Ich bin gespannt, wie sich die Foundation jetzt verhält. Es ist jetzt 10 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, die Foundation zu testen. Ich gebe euch im Laufe des Tages die ersten Updates. Wir probieren es aber morgen nochmal mit ein paar anderen Produkten aus. Wir arbeiten es nochmal mit dem Schwamm ein. Für euch geht es gleich weiter und für mich beginnt der Tag. Ich zeige euch auch nochmal ganz kurz ein Live-Update direkt im Tageslicht. Also Farbe sieht sehr, sehr gut aus. Ich hatte eben, das war ganz lustig, ich hüpfe hier die Treppe immer vom Studio runter ins Wohnzimmer. Sehr motiviert. Und dabei hatte ich das Gefühl, dass mein Gesicht nass ist. Also nicht geschwitzt, sondern so feucht. Also das fühlt sich an, als hätte ich nur eine Tagescreme aufgetragen. Und ich habe ja doch schon eine Menge Make-up, Puder, Blush, alles Mögliche drauf. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das Ergebnis? Jetzt macht gerne einen Zeitcode unten in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ihr diese Stelle meint. Ihr bekommt selbstverständlich auch ein Update im Hintergrund. Rappelt der Ofen. Schaut euch das mal bitte an. Erstmal Farbe on point. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe mich schon lange nicht mehr so frisch gefühlt. Also nicht so zugekleistert. Ich glaube, ihr könnt sehen, dass das alles super frisch und feucht aussieht. Nach 4 Stunden knapp alles wunderbar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss nachher eine Maske tragen. Ich glaube, dass das sich nicht so gut verhalten wird mit einer Maske, weil es halt doch recht feucht ist. Aber First Impression oder jetzt nach ein paar Stunden, super. Freunde, es ist mittlerweile 17 Uhr. Ich musste jetzt doch nochmal ein Check-in machen. Eigentlich dachte ich, okay, wir setzen uns morgen nochmal ins Studio und schminken nochmal. Ich komme mal ganz nah ran. Das sieht schon ein bisschen glowy aus, ja, das stimmt. Aber es ist nirgendwo gecrackt. Also hier, meine Augen haben ein bisschen getränt. Aber hier, ich habe nicht mal hier an den Lachfältchen einen Bruch in der Foundation. Und das hätte ich bei der Foundation nicht gedacht. Oft ist es so, dass bei super feuchten Foundations oder bei super trockenen Foundations, das hier immer so ein bisschen in die Fältchen läuft. Und ihr habt am Anfang gesehen, ich war nicht so begeistert davon, weil es erstmal so ungewohnt war. Ich finde sie jetzt schöner als vorhin. Guten Morgen, ihr kleinen süßen Mäuse. Heute ist Tag 3 der Foundation Review. Ich habe euch gestern nicht mitgenommen. Gestern war Sonntag, ich hatte mein Make-up aufgetragen und dann, ehrlich gesagt, hatte ich keine Lust, die Kamera anzumachen. Wollte einfach für mich so ein bisschen spielen. Ich erzähle euch kurz, was ich gestern gemacht habe. Ich habe gestern Sonnencreme benutzt, die Fenty Hydra Visor Tagespflege mit Lichtschutzfaktor, die Foundation drauf gemacht und nicht gesettet. Und das Ganze war nicht so meins. Das war zu rutschig. Ich musste Puder benutzen, ihr habt es ja vorher schon gesehen. Das ist einfach dann viel zu glowy. Und also es geht gut für so 2-3 Stündchen und dann, ich mag das Gefühl aber nicht, wenn es so rutschig ist. Heute sehe ich aus wie einer aus, wie hießen die mit Justin Timberlake? As Five? Nee, Take That? Egal, so eine Boygroup, so ein billiger Boygroup-Verschnitt. Hallo, wir machen das Ganze heute nochmal. Ich habe meine Augenbrauen schon drauf. Wir benutzen heute einen Primer. Und zwar benutzen wir den NYX Marshmallow Primer. Denn der ist so ein bisschen Pore Blurring. Der sorgt dafür, dass die Haut ein bisschen ebenmäßiger wird, weil die Nabla, die ist nicht so Soft Blur. Im Vergleich, die Fenty East Drop Foundation ist vom Finish her, da ist mehr Puderanteil mit drin, was dafür sorgt, dass die Poren so ein bisschen minimiert werden. Das ist bei der hier nicht mit drin. Also das ist wirklich nur so ein Touch an Foundation und sehr glowy. Deswegen benutzen wir diesen Primer. Der sorgt dafür einfach, dass das alles so ein bisschen zugekleistert wird. Und das machen wir jetzt. Ich mag den sehr, sehr gerne und arbeite mir den vor allen Dingen hier
im T-Zonenbereich ein und an der Nase, da wo ich halt auch wirklich vergrößerte Poren habe. Ich muss sagen, ich habe mich am Freitag, am Samstag, als ich die das erste Mal getestet habe, den ganzen Tag sehr, sehr gut gefühlt. Ihr habt es in den Check-ins gesehen, die Base sah sehr, sehr natürlich aus, sehr belebt und so ein bisschen frisch. Und das über den ganzen Tag verteilt. Also es ist nicht aufgecrackt, es war nicht, wo ich gesagt habe, nee. Nur am Anfang, als ich sie nicht gesettet habe. Wir benutzen heute wieder die Farbe 2 ganz alleine. Ich fand, das sah besser aus, wenn man nur die benutzt. Und wir arbeiten heute mal mit meinem Beauty-Schwamm ein. Und ich fange einfach hier in der Mitte an und mache das Ganze jetzt mal im Schnelldurchlauf. Den Auftrag hattet ihr schon gesehen. Ich probiere heute wieder ein bisschen weniger Foundation zu benutzen, sondern nur so einen leichten Touch. So sieht die Foundation einmal eingeblendet aus. Ich habe, wie gesagt, weniger genommen als vor 2 Tagen und ungefähr genauso viel wie gestern. Finish ist schon schön. Ich finde tatsächlich, dass der Glow mit dem Schwamm wesentlich weniger ist als mit dem Pinsel oder mit den Fingern. Liegt einfach daran, dass der Schwamm immer noch mal so ein bisschen Produkt mit absaugt. Ich persönlich finde das Finish, also wenn ihr mein oder einen Beauty-Schwamm habt, dann habt ihr ein deckkraftmäßig ähnliches, vom Finish her aber nicht ganz so glowiges. Am Ende des Tages habt ihr dasselbe Ergebnis, nur jetzt, finde ich, kann man damit besser arbeiten, wenn es nicht ganz so rutschig ist. Ich finde, durch diesen Ultra-Glow verliert man so ein bisschen den Effekt, wo brauche ich noch ein bisschen Deckkraft und wo reicht es. Ich mache mein Make-up immer fertig, bis jetzt aber ein wunderschönes Ergebnis. Und ich sehe die Kommentare schon. Maxim, welche kannst du eher empfehlen? Die Fenty oder die Nabla? Ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Wartet bis zum Ende auf jeden Fall. Ich vermute die Nabla. Schaut euch bitte dieses wunderschöne Ergebnis an. Ich habe recht wenig Puder benutzt. Ich habe keine dicke Baking-Schicht genommen, sondern nur ganz leicht unter den Augen einfach gesettet. Und mit dem Rest, den ich am Mikrofaserprodukt hatte, bin ich übers restliche Gesicht gegangen. I stand. I love it. Ich fühle mich so gut. Das ist natural. Irgendwie stören mich die Locken gerade so ein bisschen. Es geht aber ums Make-up und nicht um meine Haare, Freunde. Was sagt ihr? Wie gefällt euch das? Ich lieb's. Fazit bis jetzt, mega. Man muss so ein bisschen schauen, wie man damit arbeitet, weil das einfach für mich auch was Neues ist, eine leichte Deckkraft mit viel Glow zu haben. Normalerweise bin ich eher so Fenty Beauty oder Beauty in dein Gesicht. Das ist Natural Queen. Wir setten das Ganze heute mal mit dem Charlotte Tilbury Flawless Setting Spray. Ich liebe das. Das ist sehr glowy. Man braucht nur so ein bisschen, dass diese Puderschicht weggeht. Und dann starten wir in den Tag. Ich gebe euch selbstverständlich wieder ein paar kleine Check-ins. Und dann sehen wir uns später wieder. Kleines Update. Es ist 13 Uhr. Heute am Montag. Base ist snatched. Alles ist immer noch ein Traum. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich lasse das Ganze jetzt noch mal ein paar Stündchen drauf. Aber ich glaube, wir wissen alle, Freunde, was das heißt. Freunde, 3 Tage Foundation Wear Test ist recht neu für mich gewesen mit verschiedenen Primern, mit verschiedenen Pudern, aber mit derselben Meinung. Ich fasse einmal zusammen, wie ich die Foundation finde. Vorab, krass, ich habe damit nicht gerechnet, dass ich mit sowas zufrieden bin und dass mir sowas gefällt. Ich benutze trotzdem Full Coverage Concealer, aber weniger Puder, weniger Foundation. Ich habe das Gefühl, dass meine Haut ganz besonders durchscheint und ich liebe diesen Hang zur Imperfektion im Moment. Dieses leichte, man sieht, ich bin ein Mensch. Und das finde ich im Moment sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr kriegt die Entwicklung ja auch mit und ihr findet sie auch teilweise wirklich gut. Und ich glaube, dass das eine Foundation ist, die vielen von euch mit sehr trockener Haut sehr gut gefallen kann. Wenn ihr schuppige Haut habt, wenn ihr trockene Stellen auf der Haut habt, das wird sich daran nicht ranlegen, beziehungsweise vielleicht beim ersten Mal, aber dadurch, dass wirklich konsequent diese Feuchtigkeit in eure Haut gegeben wird, ist das ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Selbst jetzt sieht die Foundation flawless aus, nicht trocken, sondern wie? Ja, so eine sehr jugendliche Haut. Ich weiß, ich kriege immer wieder in den Kommentaren, ja, du hast aber auch eine gute Haut. Trotzdem kann ich gucken, wie eine Foundation auf meiner Haut funktioniert. Und ich kann über das Finish reden, ich kann über die Deckkraft reden und über so, wie ich mich fühle. Und ich habe mich vor allen Dingen am Freitag und auch heute sehr, sehr gut damit gefühlt. Wenig Deckkraft, schönes Ergebnis, langanhaltend, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen hier, nehmt einen Pinsel, macht da so, zack,
ein bisschen abgeblottet, abmattiert und ihr könnt weitermachen, wenn es hier so ein bisschen ölig ist oder auf der Stirn glowy. I love it. Super schön und vor allen Dingen jetzt, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, ihr trotzdem eine schöne, leichte Deckkraft haben wollt, aber frisch aussehen wollt, ist das, glaube ich, die richtige Foundation. Ich habe immer noch keinen Code, ich habe immer noch keine Links für euch. Das ist, wie gesagt, Maxim, willst du sie testen? Ja, nein, Maxim testet, Maxim macht ein Video. Wenn ich einen kriege, ist er hier eingeblendet und es steht einmal unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin gespannt, wie euch die Foundation gefällt und meine Langzeit-Review und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf.